Moin, liebe Bundesregierung. Auch wenn ich der Meinung bin, dass ich keine Reaktion, geschweige denn eine Antwort von Ihnen bekomme, möchte ich dieses Video nutzen, um Sie zu fragen, wie realitätsfern Sie mittlerweile eigentlich sind. Die derzeitige Kostenwelle und die damit verbundene Last, die Sie uns Bürgern aufbürden, ist für viele Menschen weder verständlich noch zu bewältigen. Und auch Ihre Entlastungspakete funktionieren nur zum Teil oder überhaupt nicht, wie ich gleich noch an ein oder zwei Beispielen erläutern werde. Die Gasumlage, die CO2-Steuer, die horrenden Kraftstoffkosten, die Preissteigerung bei Gas und Strom, die Verteuerung bzw. Neuberechnung der Grundsteuer und die Inflation mit den damit verbundenen Verteuerungen für Waren und Lebensmittel, all das genießen wir gerade parallel. Liebe Bundesregierung, finden Sie das dann noch fair oder moralisch vertretbar, während Sie sich teilweise von Ihren Gehältern monatlich einen Neuwagen oder jährlich ein Einfamilienhaus leisten könnten? Zwar haben Sie Entlastungspakete auf den Weg gebracht, aber die funktionieren nicht richtig. Den Tankrabatt haben sich die Mineralölkonzerne reingezogen. Ein Liter Diesel kostet aktuell bei uns an der Tankstelle 2,39 €. Und das bei noch greifendem Tankrabatt. Das heißt, in wenigen Tagen werden die Kraftstoffpreise vermutlich wieder ein Stückchen nach oben klettern. Auch Ihre Energiepauschale von 300 € pro Bürger, die allerdings versteuert werden muss, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und auch der durchschnittliche Gaspreis ist laut Verivox von 2020 bis jetzt um mehr als 150% gestiegen. 2020 kostet die Kilowattstunde durchschnittlich 5,65 Cent, jetzt kostet die Kilowattstunde 14,15 Cent und die geplante Gasumlage wird demnächst noch obendrauf gepackt. Im nächsten Jahr, so hat der Chef der Bundesnetzagentur angekündigt, könnte sich der Gaspreis noch einmal verdreifachen. Zwar haben sie angeboten, temporär die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken von 19% auf 7%. Ich frage mich allerdings, wenn sich diese Preisentwicklung tatsächlich so gestaltet und der Gaspreis sich um mehrere hundert Prozent dann verteuert hat, dann sind doch diese 12% auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie sollen die Menschen das bezahlen? Und während dieser geldverschlingende Tsunami so über uns wegbrettert, liest man, zum Beispiel beim Spiegel, dass unser Bundeskanzler ein monatliches Grundgehalt von 30.189,81 € bekommt. Ohne Nebeneinkünfte. Da ist diese Realitätsferne natürlich für mich vollkommen nachvollziehbar. Nimmt man jetzt ein paar Skandale aus der jüngsten Zeit dazu, zum Beispiel den Wirecard-Skandal, die Cum-Ex-Affäre, verbunden mit den Gedächtnislücken unseres Kanzlers, oder aber die Steuergeldverschwendung für Beraterkosten, dann kann ich für mich persönlich nur zu einem Ergebnis kommen. Und das lautet, liebe Bundesregierung, hiermit entziehe ich euch mein Vertrauen. Und wenn man sich dann als Bürger an die Bundesregierung wenden möchte, dann scheitert man an einem völlig sinnfreien Bürgerdialogteam. Die pinseln einem erstmal den Bauch, wie wichtig das ist, dass man die E-Mail geschrieben hat, dass man wichtige Punkte anspricht, man würde sich drum kümmern, etc. pp. Die Frage, die ich damals gestellt habe, blieb aber völlig unbeantwortet. Und auf eine weitere Nachfrage hieß es dann, man könne mir überhaupt nicht helfen. Diejenigen von euch, die mich schon kennen, die wissen, dass ich immer sage, was ich denke und auch kein Blatt vor den Mund nehme. Und ich glaube auch nicht, dass alle Bundespolitiker in diese Schublade gehören, die ich gerade mit diesem Video geöffnet habe. Es gibt sicherlich auch Politiker, die moralisch integer sind und denen die Belange oder Sorgen der Bürger wirklich zu Herzen gehen. Bei vielen Bundespolitikern habe ich allerdings das Gefühl, dass die Interessen der Wirtschaft deutlich mehr Gewicht haben als die der Menschen. Dabei wurdet ihr doch als Volksvertreter gewählt und nicht als Wirtschaftsvertreter oder Profilobbyisten. Da fällt mir auch spontan der alte Spruch ein, wer glaubt, ein Volksvertreter würde das Volk vertreten, der glaubt wahrscheinlich auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Liebe Zuschauer, wenn ihr die Problematik ähnlich seht wie ich, dann möchte ich euch an dieser Stelle bitten, das Video zu teilen und zu verbreiten. Hier geht es nicht um Geld verdienen oder sowas, ich verdiene mit diesem Video keinen Cent. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht lediglich um eine Reichweite. Denn nur durch eine gewisse Reichweite haben wir die Chance, dass diese Nachricht die Empfänger möglicherweise auch erreicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag und eine möglichst gute Zeit. Bis dann!